Wer kennt solche kleine Räucherkegel, auch Räucherkerzen genannt, und hat damit schon einmal geräuchert? Man zündet sie an und sie brennen langsam ab, ähnlich wie Räucherstäbchen. Und natürlich kann man sie auch selbst herstellen, mit nur ein paar natürlichen Zutaten und ganz ohne Räucherkohle. Eine sehr coole Verwendung ist das Verräuchern von solchen Räucherkegeln in kleinen Räuchermännchen. Man zündet die Räucherkerze an, stellt sie ins Räuchermännchen und es schaut so aus, als würde das Männchen rauchen. Räucherkegel sind in der Weihnachtszeit sehr beliebt, passen aber natürlich perfekt in den ganzen Winter. Und warum ich sie nach Weihnachten hergestellt habe? Ich habe Äste vom vertrockneten Adventkranz verarbeitet und auch ein bisschen Weihrauch aus den Rauhnachtsräucherungen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich jetzt. Los geht's mit dem Rezept. Und das ganze Rezept inklusive Mengenangaben steht wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Wir brauchen alle Zutaten in Pulverform. Ich nehme ungefähr 3 bis 4 Teelöffel Sandelholzpulver. Ich habe das Sandelholzpulver schon als fertiges Pulver gekauft. Dann 3 bis 4 Teelöffel Tannenpulver und ungefähr 2 Teelöffel Weihrauchpulver. Und dann noch einen Viertel bis einen halben Teelöffel Gummi Arabicum. Gummi Arabicum ist unser natürliches Bindemittel und wird die Kegel dann zusammenhalten. Und dann brauchen wir noch etwas Wasser, damit wir eine Masse formen können. Ihr könnt dafür ganz normales Leitungswasser nehmen. Dann am besten noch ein Küchenbrett, auf dem wir die Kegel formen und trocknen können. Jetzt zeige ich, wie ich das Tannenpulver und das Weihrauchpulver herstelle. Und welchen Fehler ich bei der Herstellung des Weihrauchpulvers am Anfang gemacht habe und wie man ihn vermeiden kann. Aber zuerst zum Tannenpulver. Dafür nehme ich eine kleine Gewürz- oder Kaffeemühle. Hier gebe ich die getrockneten Äste von meinem Adventkranz hinein. Wichtig ist, dass die Tannenäste wirklich ganz trocken sind. Dann mache ich die Mühle bis oben hin voll, Deckel drauf und dann mahlen, bis ein feines Pulver entsteht. Es muss nicht ganz super fein sein, aber es sollten keine größeren Stücke mehr drin sein. Ich zeige euch hier, wie mein Pulver ausschaut. Leider kann man durch den Bildschirm durch nicht riechen, aber durch das Zermahlen der Tannenäste steigt ein wunderbarer Tannenduft auf, wenn man die Kaffeemühle wieder öffnet. Und ganz wichtig, immer ausstecken, bevor ihr weiterarbeitet. Jetzt gebe ich mein Pulver in eine Schale. Und das ganz feine Pulver wird schwer herausgehen, dafür nehme ich dann immer einen Pinsel. Damit lässt sich auch das ganz feine Pulver perfekt entfernen. So, Tannenpulver fertig und jetzt geht's weiter zum Weihrauch. Weihrauch ist ein Harz, ein Gummiharz, ganz genau genommen, und ist relativ fest. Um ein Pulver zu machen, kann man auch die Kaffeemaschine oder die Gewürzmaschine verwenden, aber man wird sie damit wahrscheinlich eher verkleben. Deswegen finde ich es besser, wenn man das Pulver mit Weihrauch im Mörser macht. Und hier gleich der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Denn ich wollte den Weihrauch einfach direkt im Mörser mörsern. Und wie man sieht, fliegt hier erstens alles durch die Gegend und zweitens würde der Mörser auch ziemlich verkleben. Deswegen mein Trick, ich nehme einfach etwas Backpapier, kleide damit den Mörser aus und lege da die Weihrauchstücke hinein. Und unbedingt genug Backpapier nehmen, dass man es oben wieder zumachen kann, wie ein kleines Bäckchen, und dann wird der Weihrauch erst gemörsert. So kann er nicht davonfliegen und es verklebt auch nichts. Hier braucht man ein bisschen Geduld, bis der Weihrauch wirklich schön fein ist. Auch hier gilt, es sollte ein Pulver werden, es muss aber nicht mega fein sein. Also wie ihr hier seht, es sollten halt keine kieselsteingroßen Stücke drin sein, aber wenn es so aussieht wie Sand, den ihr am Strand findet, wo auch einmal ein paar größere Stückchen drin sind, dann ist das schon in Ordnung. Jetzt fülle ich noch mein Weihrauchpulver ab und dann kann es auch schon losgehen mit dem Formen der Kegel. Die
Die Räucherkegel sind eigentlich sehr schnell und einfach hergestellt. Man sollte nur geduldig sein mit der Zugabe der Zutaten, aber wie zeige ich gleich. Zuerst vermische ich die ganzen trockenen Zutaten gut. Wie ihr gleich sehen werdet, lasse ich etwas Tannenpulver über, damit ich später gegebenenfalls noch etwas dazugeben kann, falls meine Masse zu nass wird und ich sie noch etwas trockener machen muss. Jetzt vermische ich alles erstmal sehr gut und später kommt dann noch das Gummi Arabicum dazu, das Bindemittel. Jetzt gebe ich das Gummi Arabicum dazu. Ich beginne ungefähr mit einem viertelten Teelöffel. Beachtet, dass ich hier einen noch kleineren Löffel als einen normalen Teelöffel habe, falls es mehr ausschaut. Und ich gebe es durch ein Sieb, damit es besonders fein ist und sich gut verteilt. Denn wenn es mit Wasser in Verbindung kommt, wird es stark kleben und deswegen sollte es gut in der Masse untergerührt sein. Zum Schluss kommt das Wasser dazu. Hier lautet die Devise, weniger ist mehr. Lieber mit etwas weniger anfangen und dann immer mehr dazugeben. Ich beginne einmal mit 2 Teelöffeln Wasser und rühre das alles gut unter. Man kann schon sehen, wenn sich das Wasser verteilt, dass es doch etwas mehr ist, als man anfangs denkt. Man gibt dann immer weiter Wasser dazu, bis sich eine gleichmäßige, cremige Masse bildet, die man gut formen kann. Ein bisschen so wie bei einem Keksteig. Und sollte ich doch zu viel Wasser erwischen, habe ich eben noch etwas Tannenpulver übergelassen, um es später noch dazugeben zu können. Nur zur Info, die ersten 2 Teelöffel habe ich mit dem großen Teelöffel dazugegeben, die nächsten mit dem kleinen, nur dass ihr nicht verwirrt seid und glaubt, ich gebe da so viel Wasser dazu. Und jetzt rühren, 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 bis sich eine keksteigähnliche feste Masse bildet. Falls die Masse zu gatschig wird, eher wie Schlamm, dann gibt noch etwas Pulver dazu, um es wieder trockener zu machen. Und jetzt geht's los mit dem Formen der Kegel. Hier ist ein letzter Test, um zu schauen, ob die Masse die richtige Konsistenz hat. Denn wenn dann das Wasser richtig wegrinnt, dann ist zu viel Wasser drin. Die Kegel forme ich, indem ich die Masse zuerst gut zusammendrücke, um sicherzugehen, dass sie eng beieinander ist und keine Luftbläschen mittendrin sind. Denn es muss ja später alles gut abbrennen. Dann forme ich einen spitzen Kegel und mache den Kegel unten am Boden flach, damit ich ihn dann gut abstellen kann. Dafür klopft man am besten ein bisschen auf die Unterseite. Und fertig ist der erste Kegel. Aus der Masse bekommt ihr ungefähr 10 Kegel heraus. Hier sind meine fertigen Räucherkerzen und die müssen jetzt trocknen. Am besten stellt ihr sie zum Trocknen in die Nähe einer Heizung. Bei mir trocknen sie meistens so innerhalb von 24 bis 48 Stunden, würde ich sagen. Aber es kommt stark auf die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit an. Und wichtig, ihr seht, dass da unten immer wieder ein bisschen Wasser rausrinnt, also stellt die Kegel immer wieder ein bisschen um während dem Trocknen. Und so sehen die fertigen Räucherkerzen aus. Ihr seht, dass sie etwas heller geworden sind. Und jetzt machen wir gleich den Räuchertest. Mit den Kegeln räuchert man ganz einfach. Man zündet sie einfach an und dann sollten sie von selbst abbrennen. Ich zünde die Kegel an, bis eine kleine Flamme entsteht. Und dann lasse ich sie kurz etwas brennen. Wenn die Flamme von selbst nicht ausgeht, dann bitte einfach ausblasen. Das ist hier ein ähnliches Prinzip wie beim Räucherbündel mit den Kräutern. Und hier seht ihr, wie die Räucherkerze zu rauchen beginnt und der Rauch langsam aufsteigt.
Wenn man ein Räuchermännchen zu Hause hat, kann man die Kerze jetzt ins Räuchermännchen geben und es rauchen lassen. Nur eines vorweg, dadurch, dass wir keine Kohle dabei haben, sind die Räucherkerzen zwar um einiges natürlicher, allerdings brennen sie nicht so verlässlich ab, als wenn Räucherkohle dabei wäre. Sollten sie zwischendrin einmal ausgehen, dann könnte sie einfach noch einmal anzünden. Und man muss die Räucherkerzen noch nicht direkt anzünden, man kann sie zum Beispiel auch aufs Räucherstöfchen legen oder direkt auf die Räucherkohle als Räucherwerk zum Räuchern, wenn man möchte. Viel Spaß beim Räuchern mit den Räucherkerzen!